Herr Tuyala. Ich habe auch noch mal eine Verständnisfrage zum Thema Manchester. Bei dem Selbstmordattentäter soll es sich um einen sogenannten Soldaten des Islamischen Staates gehandelt haben. Ja, diese radikal-islamischen Gruppierungen wie halt eben der IS oder halt auch Al-Qaida berufen sich ideologisch ja wiederum auf den ziemlich radikalen Wahhabismus. Der Wahhabismus, also Saudi-Arabien gilt als Exportland Nummer 1 des Wahhabismus. Wie kann es da sein, dass also laut der Bundesregierung das saudische Regime ein Partner, ein wichtiger Partner eben beim Kampf gegen den IS ist? Herr Tuyala. Ja, ich bin ganz Ohr. Ja, ich war es auch. Das Einzige, was wir wissen, Sie und ich, ist, dass der IS sich bekannt hat auf seinem üblichen Online-Weg zu dieser Tat oder er hat sie für sich in Anspruch genommen. Alles andere sollten wir den britischen Ermittlern überlassen und darüber werde ich hier nicht spekulieren. Ja, genau. Darf ich nachhaken? Die Frage war ja eher, sozusagen ein Aufhänger. Es geht darum, dass die... Ja, irgendeiner braucht man ja immer. Dass die Gruppierung radikale Extremisten wie halt eben der IS und der Wahhabismus, Entschuldigung, dass ich mich da wiederholen muss, sich auf den Wahhabismus beziehen, also der IS und Al-Qaida. Saudi-Arabien, ein sehr wichtiger Partner Deutschlands, exportiert, ist der größte Exporteur dieses radikalen Ansatzes des Wahhabismus. Wie kann es da sein, dass gerade dieses Land als wichtiger Partner im Kampf gegen den IS gilt? Das erscheint für das Verständnis vieler Menschen erstmal als unlogisch. Deswegen die Frage nach einer Erläuterung. Gut. Ich werde aus Anlass dieses grauenerregenden Attentats in Manchester nicht mit Ihnen die Saudi-Arabien-Politik der Bundesregierung diskutieren. Gerade wegen dieses grauenhaften Attentats wäre das doch vielleicht eine Frage, die es wert wäre, beantwortet. Es mag ja sein, dass die Antwort der Bundesregierung an dieser Stelle so nicht gefällt. Ihre Frage ist gestellt worden, die Antwort ist gegeben worden. Möglicherweise ist die unbefriedigend, nützt aber nichts, auf Herrn Seibert, glaube ich, jetzt einzureden. Ich ergänze gerne nur einen Satz. Sehr gerne. Saudi-Arabien ist, wie viele andere Länder auch, vielleicht sogar ganz vorne, eines der größten Opfer von IS. IS hat auch in Saudi-Arabien schreckliches Unheil mit Anschlägen und Mordanschlägen angerichtet. Und Ihre Unterstellung, den Staat Saudi-Arabien und dessen Religion auf eine Stufe zu stellen mit dem Islamischen Staat und dessen barbarischer und verbrecherischer Ideologie, kann von dieser Stelle in keiner Weise nachvollzogen werden.